Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Okay. Kommt mir nach. Ja, wenn ihr hier ist. Vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Wieso ist hier nichts, Mann? Was soll denn das? Was soll das? Mann. So ist hier in dem Scheißhaus nix. Gar nichts. Doch, da ist was, aber das ist Zucker. Das ist voll. Da haben wir doch was. Da haben wir was. So eine Verbesserung. Monotoss verbessert, okay. Monotoff Handbuch 1. Verbesserter Radius von Brandbombenkonstruktion. Bei allen Brandsätzen muss auf die Konstruktion geachtet werden, um eine einwandfreie Detonation zu gewährleisten. Okay. Und mehr mechanische Teile. Nee, warte mal. Nein, komm mal grad. Weil das ist voll. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Und du hast nur deine Tochter? Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist der Ehre. Du hast nur deine Tochter. Wenn's denn meine Tochter wäre. Okay. Gut. Gesundheit. Und wir haben 100 voll. Finde ich doch gut. Endlich maximale Gesundheit. Was sagt man dazu? Was sagt man dazu? So. Bad ist auch vollkommen zerstört hier. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool. Tiefphase. Savage Starlight, okay. Ja, da hängt fahrende Wand, ja. Hab Poster. Sind wir raus da, Mädels? Mach ich erstmal den Ding da, den Baseballschläger verbessern und so. Ne? Na, jetzt machen wir mal zum Monotorf. Hier haben wir auch noch Stuff. Gut. Fällt mir noch. Was haben wir hier hinten noch? Gar nichts. Gut. Das ist verschlossen.
Ride my bicycle, okay. Human power. Okay. Halt, halt! Seid mal immer leise. Weg von dem Fenster! Ach du Scheiße. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Sie wird's mal laufen. Weit ist es noch. Nicht weit. Nicht mal weit. Ja, ja. Das war so ein scheiß Comic-Phänomen. Ich werde doch mal was. Gib uns Deckung. Na klar. Sam, wo sind die anderen? Bei ihr. Okay. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Du hast es drauf, Mann. Wo zum Teufel bist du, du mieser Drecksack? Hier bin ich. Überraschung. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Na los, hier auf den Truck. Ja, komm, machen wir noch mit Monotov. So, okay. Dann kommen wir her. Gut. Gut. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Das aussieht nicht. Gehen wir da mal weiter. Hast du das gesehen? Wer ist da drüben? Eindringling! Das wirfst du. So viel zum Thema Eindringling. Ist das wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüssel, Mann. Woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht ihn nicht mehr. Komm gerade rein. Hier, sorry. So.
alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14. Okay. Wirklich? Da ist gar nichts hier drin, gar nichts. So viel, ne? Haben wir hier ein Dokument? Es gab einen öffentlichen Prozess, nachdem ein paar Teenager auf unsere Gruppe diese Familie getötet hat, die in unsere Stadt gekommen war. Ich war mir sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meinte der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe beschafft. Ich konnte gar nicht wissen, was ich hörte. Und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollten, um andere Überlebende in dem Gebiet zu jagen, um ihre Vorräte zum Camp zu bringen. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als zwei Mitglieder der Gruppe fingen an zu schreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Sie meinten, er hätte kein Recht, so etwas von uns zu verlangen, dass dies nicht das sei, wofür wir kämpfen. Ich wagte nicht, mich zu rühren, als die Einzigen, die Moral bewiesen, vor unseren Augen getötet wurden. Nächste Woche bin ich mit Jagen dran. Ach du Scheiße. Das ist halt schon richtig bitter hier. Oh. Wir sind da. Wenn man sowas machen muss. Ja. Richtig heftig. Pillen. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Was kommt jetzt? Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Halt, halt, halt. Ich hab noch eine. Wow. Ich kann es gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Nein, der war da nie. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Furchtbar. Und wo wollt ihr jetzt hin? Das heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies.